Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Herr Tutorials. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute ein Video mit den 10 meistgefragten Fragen und Antworten von mir. Einfach mal ein kurzes Video, um euch einfach mal die Antworten auf eure frequently most asked questions zu geben. Viel Spaß beim Video. Heute ist eure Kreativität gefragt. Das heißt so viel wie, ihr sollt eure Kreativität freien Lauf lassen. Lasst sie sprudeln und ihr schreibt mir alle in den Kommentaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Satzanfänge, wenn ihr wollt. Und je kreativer der Satzanfang ist, desto höher ist eure Chance, dass ich ihn im nächsten Video nehme und euren Usernamen nenne. Das heißt, ihr bekommt einen Shoutout. Shoutout. Ich krieg's nicht hin. Aber schreibt mir in den Kommentaren Satzanfänge. Richtig lustige, bei dem jeder den Drang hat, sie zu beantworten. Also seid kreativ und schreibt mir einen Satzanfang und seid vielleicht im nächsten Video mein Shoutout. Shoutout, ich krieg's nicht hin. Die meistgefragte Frage, seitdem ich auf YouTube gestartet bin, habe ich immer diese Kette an. Und jeder fragt mich, was ist das für eine Kette? Und hier, das ist eine leicht, wie soll ich sagen, zerkratzte Kette von Dolce & Gabbana. Aus der Dolce & Gabbana Jewelry Kollektion, hat mir meine Mutter geschenkt. Das ist die Kette, die ich immer trage. Es bedeutet mir sehr viel. 5 Sterne oder Daumen hoch, wenn auch du deine Mutter liebst. Liebe. Eine sehr oft gefragte Frage war, von wo ich meine Sonnenbrille habe, wo es die zu kaufen gibt und von welcher Marke sie ist. Und das ist die hier. Trage ich des Öfteren mal auf meinen Fotos auf Facebook. Die meisten, die mir auf Facebook folgen, kennen sie. So sieht sie aus. Das ist eine Sonnenbrille von der Marke Dieter. Und der Typ nennt sich Beretta. Sie ist nicht aus dem H&M, wie viele gedacht haben. Nein, die habe ich mir aus einem Laden hier in meiner Umgebung gekauft. Und ja, die kommt aus den USA. Es gibt es eigentlich nur in den USA. Und es gibt selten Shops bzw. Brillenläden, die hier führen. Und dort habe ich sie mir dann bestellt und habe sie bekommen. Dieter Beretta. Die dritte meistgefragte Frage war, wie hieß dieser Laden, von dem du deine günstigen, aber schönen Klamotten gekauft hast? Dieser nennt sich Primark. Gibt es in Frankfurt, Bremen und London. Ich war in London und habe mir da sehr viele Karo-Hemden gekauft, die ihr in meinen Videos sehen könnt. Und ja, für alle, die fragen, von wo das ist, das habe ich aus dem Peek & Cloppenburg Marke. Weiß nicht, steht bestimmt irgendwo hier. Taylor. Denim. Ja, so viel dazu. Nächste Frage. Wie machst du dein YouTube-Kanaldesign? Das Kanaldesign macht ein sehr guter YouTube-Zuschauer und YouTube-Freund von mir, Piri. Er macht das Layout mit Photoshop. Er hat auch das Weihnachtslayout gemacht. Und hat das Layout von vielen großen, bekannten YouTubern mit über 140.000 Abonnenten gemacht. Zum Beispiel DürzeCandy87. Und er ist Meister in seinem Fach. Ich kenne mich leider mit Photoshop nicht aus. Hab 2 linke Hände. Okay, nee, das sind nicht. Doch, 2 linke Hände. Und ich kenne mich damit nicht aus. Sub for Sub. Ich dich abonnieren und du mich abonnieren. Okay, eins muss ich euch sagen. Kommentare wie abonnier mich, ich hab dich auch abonniert, ziehen bei mir nicht. Also ich mache das wirklich freiwillig und ihr seht, ich habe wirklich verhältnismäßig wenig Leute abonniert. Solltet ihr Leute kennen oder solltet ihr meinen, eure Videos sind gut, postet sie mir einfach als Videoantwort unter diesem Video und ich schaue sie mir an und dann habe ich mal, ich brauche ein bisschen Abwechslung und meine Abonnementliste sollte sich mal wieder auffrischen. Also solltet ihr Talent haben, macht mal ein Video und postet es mir als Videoantwort. Würde mich freuen. Wieso schreibst du nie zurück? Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt, aber ihr müsst verstehen, ich bin ein Einzelner, ich habe über 113.000 Abonnenten. Ich bekomme über YouTube, Twitter, Facebook, SchülerVZ, E-Mail-Adresse, alles zusammengenommen bis zu oder über 1.000 Nachrichten am Tag. Und als Einzelner ist es nicht zu bewältigen. Ich habe kein großes Management wie viele andere große YouTuber aus den USA hinter sich, die das dann alles machen und beantworten. Ich bin wirklich auf mich allein gestellt. Ich gebe täglich mein Bestes, so viele Nachrichten wie möglich zu beantworten. Und solltet ihr mal keine Antwort bekommen, versucht es einfach immer wieder. Und vielleicht habt ihr das Glück, dass ich dann gerade in dem Moment eure Nachricht erwische. Also versucht es einfach. Ich gebe wirklich mein Bestes. Oder schaut einfach bei meinen Live-Chats rein. Die werden immer angesagt über Twitter und Facebook. Also es lohnt sich mir dort zu folgen. Bist du reich? Nein, bin ich nicht. Leute, nur weil ich gut sparen kann, schaut euch am besten mein Spartipps-Video an, hier oben verlinkt. Heißt nicht, dass ich reich bin, ich kann nur gut sparen und kaufe mir dann die Sachen, die ich schon lange haben wollte. Noch eine Frage, die ich in letzter Zeit sehr oft gestellt bekomme, ist, wie bekommt man Sponsoren? Sponsoren bekommt man natürlich nicht einfach so. Man muss anfangs, als ich auf YouTube noch nicht wirklich bekannt war, musste man immer verschiedene Firmen anschreiben und
man sollte sich nicht schämen, Firmen anzuschreiben, um mal anzufragen. Es kann ja nicht schaden. Man sagt vielleicht, hey, ich habe einen Blog und der hat so und so viele Leser oder ich bin auch YouTube-Videomacher und habe so und so viele Abonnenten. Ist es möglich, mir ein paar Produkte zuzuschicken? Das geht immer wieder, aber sobald man ein bisschen bekannter ist, schreiben einen verschiedene Firmen an. Ich bekomme wirklich so viele Firmenanfragen, dass es nicht möglich ist, sie alle zu beantworten. Ich versuche natürlich mein Bestes und des Öfteren muss ich dann auch sagen, hey, nein, weil ich nicht wirklich von dieser Produktart überzeugt bin und ich stelle euch wirklich nur hier auf YouTube Produkte vor, die, von denen ich selbst überzeugt bin und von denen ich weiß, es lohnt sich, da Geld zu investieren. Also Ehrlichkeit ist wieder sehr wichtig, hoch und heilig. Noch eine Frage, die habe ich aber von meinen weiblichen Zuschauern sehr oft gestellt bekommen, ist, würdest du auch eine Zuschauerin zur Freundin nehmen? Gute Frage. Ja, würde ich, denn es hat nichts damit zu tun, ob es eine Zuschauerin ist oder ob sie blond oder braunhaarig ist. Man weiß nie, wo die Liebe hinfällt, sage ich immer wieder. Kommt am besten zu meinen Zuschauertreffen, sage ich auch immer über Twitter und Facebook an. Hast du ein Real Life? Hast du Freunde? Bei dieser Frage muss ich immer wieder lachen. Da kann ich euch nur eins sagen an alle, die diese Frage je stellen oder je stellen sollten. Nur weil ich 2 bis 3 Mal in der Woche ein Video mache von der Länge von 10 Minuten, heißt es noch lange nicht, dass das mein ganzes Leben zusammenfasst. Ich kann nicht alle meine Freunde vor die Kamera zwingen. Viele wollen das nicht. Nur weil ich auch nicht alles von meinem Leben preisgebe, heißt es noch lange nicht, dass ich kein Real Life habe. Ihr seht nur das, was ich zeige und dabei bleibt es auch. Also für alle, die diese Frage stellen, ich habe Freunde und ich habe auch ein Real Life. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an Beantworten dieser 10 meistgefragten Fragen. Vielleicht mache ich das ab und zu mal wieder. Für alle, die mir auf Facebook und Twitter folgen, ihr wisst schon Bescheid, dass ich Änderungen in mein Videoprogramm geplant habe. Und zwar habe ich mir gedacht, Anfang eines jeden Monats, also so, dass ich alle 2 Wochen 3 Videos in der Woche mache. Das heißt, in der ersten Woche sind es 2 Videos, in der zweiten Woche eines Monats 3, dann 2 und dann wieder 3. Das heißt, ich stocke mein Video-Mach-Dingens, blub, um jeweils 2 im Monat auf, plus die ganzen Videos auf meinem zweiten Kanal. Also freut euch auf mehr Videos, freut euch auf noch mehr Action. Ich werde so abwechslungsreich wie möglich machen. Tutorial, Unterhaltung, Vlog, verschiedenes. Also niemand kommt zu kurz und ihr werdet alle was davon haben. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes und die Top 10 Kommentare. War wieder mal super, die auszusuchen. Ich lese wirklich alle meine Kommentare. Also macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Und darum, dass ich euch die Wahrheit sag, ich bin ein Fake. Habt ihr jetzt direkt... Hallo Leute, freut mich... Fotos oder... Und jetzt werde ich euch endlich mal... Endlich.